So, guten Abend, guten Abend. Ich war mega lange nicht mehr live. Hab das irgendwie völlig vergessen. Deswegen habe ich mir jetzt heute mal gedacht, weißt du, kommst du mal wieder ein bisschen online, guckst, was die Leute zu quatschen haben. Also guten Abend miteinander. Natürlich auf Schweizerdeutsch. Nicht wundern, ich bin wirklich gerade aus der Dusche gekommen und hat's nachgegessen. Hallo, bringt mir da mal das ganze Bild drauf. Hey. Und bin noch ein paar Pantoffeln. Mit Pantoffeln bin ich hier. Ah, jetzt setze ich mich wieder hin. So. Guten Abend. Oh, so viele Leute. Hey, also ich bin natürlich ein bisschen stolz auch. Weil ich möchte euch ganz kurz das neue Studio natürlich auch zeigen. Weil da lag jetzt viel Arbeit drin. Das war früher der Keller. Und jetzt sieht es einfach so aus. Es ist so ganz, ganz süß klein und cozy. Da kann ich meine Gitarren aufhängen. Jetzt kam eben die letzten Tage, kam das ganze Akustische. Das haben sie dann einfach so aufgehängt. Heute kam meine Bassabsorber. Die machen quasi das da, weil hinten kommt Bass raus. Vorne natürlich auch, aber das saugt wie die ganzen Bässe ein bisschen auf. Das kommt noch weg, da kommt ein Vorhang. Die hatte ich nur einfach noch zu viel. Da kommt so ein Akustikvorhang. Ja, und dann ist das Ding fertig. Und jetzt kann ich endlich richtig Musik machen. Feier ist ja schon hier entstanden. Der letzte Song. Und das ist schon schön. Ja, ich einfach hier ein bisschen Musik machen. Und dann hoch zum Schlafen. So, jetzt gucke ich mal. Also ihr könnt mir ein bisschen Fragen stellen, sei es zur Tour, sei es allgemein, was ihr wissen wollt. So, wer ist denn alle da? Oh, de Marie. Oh Gott, wieder Leute, die ich kenne hier. Das ist immer komisch. So, also ganz viele sagen Hi. Lola, hi Lola. Hi. Siru, schau da, Cyril. Ja, was sind denn hier alle hier? Das ist ja Wahnsinn. Seid alle gemütlich zu Hause, oder was? Ist doch schön. Ich wollte noch kurz einfach erzählen, was so bei der Tour passiert ist. Das war echt schön. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Wir haben jetzt die ersten 6 Shows gehabt in der Schweiz. Wir haben ja die Band so ein bisschen aufgestockt. Da habe ich so mit Horns, also Saxophon und dann noch Trompete, wollte ich sagen. Das hat schon richtig Bock gemacht. Und jetzt gehen wir dann nach Deutschland. Das steht auch an. Ich weiß den Start gerade nicht. Warte jetzt mal. Dann 2,5 Wochen. Ich muss gleich kurz. Lass uns das kurz gucken jetzt hier. Achtung. Und vielleicht, wenn wir alle ganz lieb sind. Zeige ich euch nachher auch noch was ich gestern ein bisschen die Nacht hier gesongwritet habe. So, jetzt gehe ich mal kurz auf meine Website. Ich kann nicht so gut mit Terminen hier, ey. Ich habe doch nichts im Kopf. So, also, wir starten in Köln, Leute. 23. November startet die Tour in Köln. Dann gehen wir weiter nach Stuttgart, dann nach Frankfurt, dann nach Berlin und dann nach München. Also. Das wird auf jeden Fall eine richtig geile Reise mit wenig Schlaf. Ich weiß nicht, was wir uns gedacht haben. Aus Planungsgründen sind einfach alle 5 Shows nacheinander. In der Schweiz hatten wir Maximum 3 Shows nacheinander und ich war schon richtig am Arsch. Aber jo, das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Wir fahren dann so ein bisschen durch die Nacht durch und dann wieder ein bisschen schlafen. Aber ich freue mich richtig. Ich freue mich auf jedes einzelne Gesicht. Euch da bei der Tour wieder zu sehen, ist immer ja, schon schön. Vor allem, es liegt auch viel Arbeit dahinter. Das vergisst man manchmal ein bisschen, weil man konnte lange nicht live spielen und jetzt kann man wieder. Jetzt spielt aber auch wiederum jeder live. Das heißt, es ist auch nicht einfach ticketmäßig. Ja, aber das ist, man muss ja immer so ein Wagnis natürlich auch eingeben. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch die Show gebt. Die Schweizer ist auf jeden Fall schon gefreut. Die Schweizer, ich sage nochmal auf Deutsch, die Schweizer haben die Show auf jeden Fall gelobt. Also, könnt ihr ruhig vertrauen. Die Schweizer sagen noch immer die Wahrheit, ey. Oh, Remo! Salü! Vermiss dich auch ein Schätzchen. Hier sind wir nicht mehr auf Tour. Grüß dich! Ach Gott, ist das witzig. Ich muss mehr live gehen. Das ist ja voll amüsant. Also, ich gucke jetzt mal, ob der hier. Guten Abend, Luca. Oh, so höflich. Ciao, Christoph. Wo ist deine Christina? Die hat heute Tourstart in Orisa. Die sind mit Let's Dance wieder auf großer Tour. Ja, ich natürlich nicht dabei. Das machen immer die Leute, die gerade in der Staffel waren. Genau. Vielleicht kommt manchmal noch jemand dazu. Aber ich habe es ja schon mal gemacht. Liebe Grüße nach Hessen. Schön.
Was machst du heute Abend noch? Also eben, ich habe gestern einen Song angefangen. Komm, den kann ich euch ganz kurz zeigen. Hab noch nicht fertige Lyrics, die mich kennen oder meine Stories ab und zu ein bisschen verfolgen. Die wissen, dass ich zuerst immer die Melodie schreibe und dann gehe ich an den Text ran. Aber die Nummer ist schon irgendwie echt geil. An dem werde ich nachher wahrscheinlich bis zu 1 Uhr nachts noch arbeiten. Ich brauche noch eine Strophe. Bis jetzt steht nur Refrain. Genau. Ich zeige es einfach mal kurz. Soll ich zeigen? So. Also, warte jetzt mal schnell. So. If I was a liar, don't know the truth. Mark your eyes when I see you. I feel ooh, ooh, ooh. If I was a liar, don't know the truth. Mark your eyes when I see you. I feel ooh. Ich hab eine geile Hymne und jetzt alle Hände. If I was a liar, don't know the truth. Mark your eyes. When I see you, oh, geil, ich krieg Gänsehaut. 1 Uhr nachts gestern entstanden und ich hatte einfach Bock, irgendwie was Hymnenmäßiges zu schreiben. Also so richtig Hände hoch drin sein. Und irgendwie bin ich dann auf Horizon. Also so, was für ein Scheiß. Hier bin ich wieder. Ja, eigentlich habe ich doch schnelles WLAN. Also ihr hört mich sicher noch. Ich wollte sagen, irgendwas mit Horizont, irgendwas wirklich dieses schwebende Gefühl. Boah, wir gucken, keine Ahnung, wir sitzen irgendwie auf einer Klippe und wir gucken diesen Horizont entlang. Hände sind oben, geiles Lebensgefühl. Muss ich mich gleich noch an Text machen und da was Schönes, jo, schreiben. Und das wird. Oh, spielt der Schweizerdeutschrapper. Ranjo. Ja, ich bin hier immer im Clinch. Welchen Stil bevorzugen Sie beim Liebesspiel? Oder habt ihr auch immer so Kommentare bei euch? Ich frage mich ja immer, was sind das für Leute? Das sind ja wahrscheinlich so Robotergedöns, so Algorithmen, ne? Aber ich check's nicht. Oder sind die Profile echt? Was denkt ihr? Also ich habe immer wie mehr so Kommentare bei mir unten dran. Kannst du den Stream bitte speichern? Kann ich machen? Sehr tolles Studio, danke. So, jetzt habt ihr Fragen zu Tour. Hab die Aufnahmen von Let's Dance mit dir und Christina immer noch und gucke es mir immer noch regelmäßig an. Ja, das freut mich natürlich. Mega Studio, danke. Ist geil, oder? Ey, Manu, liebes Grüßli aus Krattigen. Ich grüße dich zurück. Sehr schön. Deine Tour ist mega gesehen. Steffisburg. Hey, mir die ganze Umgebung hier im Livestream. Was ist denn los? Der Schick kriegt jetzt das liebste Grüßli zurück aus dem wunderschönen Thun. Ich habe übrigens mega viele Nachrichten bekommen, wo ich da. Ich habe letztens kurz die Berge gepostet, weil wir gucken so auf die Bergkette. Und da haben sich viele gefreut. Also Stockhorn, sieht schön aus. Vor allem so frisch verschneit. Berlin grüßt doch auch. Hast du mir zurückgefolgt? Ja, ein bisschen schwierig. Du kannst mich mal. Bin in Köln dabei, freue mich schon. Das wird mega. Das wird mega. Wir freuen uns auch. Die meisten VIPs sind ausverkauft. Wir haben aber, glaube ich, in ein paar Standorten noch ein paar freigeschaltet. Also guckt auf jeden Fall bei zum Beispiel Eventim vorbei. Da, könnt ihr noch ein paar Tickets abgreifen, dass das auch eine richtige Sause wird. Und ja, ein paar VIPs sind noch dabei. Das bedeutet, dass wir natürlich Fotos machen können. Wir können ein bisschen quatschen miteinander. Ihr seid auch beim Soundcheck mit dabei. Weil das Ding ist so, wir haben 5 Shows nacheinander. Und da ist es mir eigentlich unmöglich, mit allen Leuten noch zu quatschen. Wir müssen wirklich auch nach der Show mal ins Auto steigen und schon, glaube ich, so die Hälfte der Strecke fahren. Deswegen ist diese VIP-Geschichte,
Ich weiß, es ist immer noch, natürlich noch so ein Upgrade, aber ihr habt es euch ja auch gewünscht und es ist ja, ich probiere dadurch natürlich auch was zurückzugeben und da kann ich halt wirklich die Fotos machen und die Zeit mir nehmen, sage ich mal, vor der Show, später Nachmittag ist es, glaube ich, dass ich nachher auch fahren kann, weil sonst ist meine Stimme dann auch weg, wenn ich dann noch mit ein paar hundert Leuten einfach jeden Abend quatsch. Yes, deswegen, VIPs sind gefragt hier. So, jetzt kann ich mal bitte rufen. Genau. Bezüglich Chur kommen viele Fragen, wo das ist abgesagt worden durch den Veranstalter. Das tut mir im Fall schrecklich leid. Das habe ich nicht in den Hängen. Da kommt aber das Geld zurück. Und was ich darf sagen, ist... wir werden dann im nächsten Jahr wieder dort am Wallensee, also in der Nähe von Chur, sage ich mal, an diesem Festival spielen. Genau. Aber ihr habt ja auch ein Mail bekommen. Da kann ich mich nochmal entschuldigen. Das hat leider der Künstler nicht in Hang. Das ist immer ein bisschen blöd, wenn es mit einem Veranstalter plötzlich nicht klappt oder die Probleme haben, ihre Agentur, was auch immer. Dann habe ich es nicht in den Hang. Es tut mir wirklich schrecklich leid. Aber es kommen ja viele weitere Termine noch rein. Zum Beispiel Zürich, Zauberpark, am 10. Dezember. Wunderschöne Show. Dort sind wir auch mit dem ganzen Tour-Setup. Das wird toll. So. Oh, jemand ist krank. Ich wünsche dir alles... Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ich wünsche dir gute Besserung, würde ich sagen. Gute Besserung. So. Also. Was mich übrigens so aufregt, guck mal. Bei diesem Stuhl und an diesem blöden Scheißstuhl hier fehlt so ein kleines... Ja, ein kleines so Ding. Und jetzt... Das ist nicht geil, ne? Ich brauche so eine... Richtiger Bürostuhl irgendwie. Wofür ich mich denn hinsetzen? Wir machen hier ein bisschen Planänderung. So. Oh! Das ist doch auch gut. Oh nein, jetzt kommen ganz viele von diesen... L, halt doch mal der Schnauze. Was ist denn... Ah, oh, diese Bots, ey, hier. Ich und meine Freundin spielen Trompete. Ja, geil. So, wo... Du musst bei der nächsten Tour mal vorbeikommen. Luca, hoi, hoi, Aline. So, gibt's irgendwelche Fragen hier? Allerseits. Was kann ich euch denn Gutes? Wie geht's denn jetzt hier? Achso. Hallo, Luca, ich habe eine Frage. Warum bist du nicht auf der Tour? Wo? Ihr meint wahrscheinlich Let's Dance. Leute! Der Claire ist halt nochmal. Die Tour machen immer die Leute, die Let's Dance gemacht haben. Und ich habe 2020 gemacht. Und dann war ja Tour nicht. Dann habe ich es aber ein Jahr später gemacht. Genau, also es machen immer die Leute von der aktuellen Staffel. Wie geht's dir? Mir geht's super. Ich habe gerade eine Woche, die ich zu Hause verbringe. Und ich habe es vorhin in einer Story gesagt. In der Story, es ist voll krass, dass wir gerade so in Planung sind für das Jahr 2025. Fühlt sich noch unglaublich weit weg an, aber es kommen unglaublich schöne Projekte irgendwie für dieses Jahr. Also nächstes Jahr wird auch gut, aber wir planen so ein bisschen ein Jahr vorher und da bin ich mich jetzt ein bisschen drauf am Vorbereiten auf einige Sachen. Worauf freust du dich am meisten in Deutschland? Auf die langen Strecken? Nein, Spaß. Auf euch natürlich. Ja, das ist immer das Schönste ist bei so Konzerten, das Feedback von Leuten zu sehen, die Leute erstmal wieder so, ja, so der harte Kern, weißt du, zu treffen und ja, dann die Show zu spielen. Da freue ich mich sehr drauf. Hey, ihr habt ja die neue Show noch gar nicht gesehen, deswegen. So. Coole Trompete, ja. Wer ist alles krank? Ich bin eigentlich gesund. Ich bin aber immer noch ein bisschen heiser irgendwie. Den ich durch Merker gesehen. Grüßli, jetzt passt. Aber warum habe ich denn hier so schlechtes WLAN? Hm. Komisch.
Pietro, Köln, komme ich. Ja, würde mich freuen. Ich komme bei dir dann auch gucken. Geil. Hi, mein Lieber. Hoffe, dir geht's gut. Seychellen, würdest du nochmal gehen? Ja, war wunderschön, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, dass es wettermäßig ist es schon ein bisschen schwierig. Also es ist natürlich, es kann auch ab und zu mal regnen, aber wir hatten Glück. Also wir hatten beides, wir hatten Sonne und Regen. Genau, aber Seychellen ist schon ein Traum, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich fand Afrika geiler. Wir waren ja zuerst noch in Kapstadt und dann ein bisschen Safari und ich könnte mir aber vorstellen, dass es daran liegt, dass ich natürlich so ein... Ich brauche ab und zu ein bisschen Action, weißt du? Ich kann 2 Tage, kann ich einfach rumliegen, aber danach muss ein bisschen was gehen, weißt du? Und in Kapstadt konnte ich natürlich, da sind wir hier ins Auto gesprungen, wir sind hier, wir haben Wale geguckt, wir sind abends schön essen gegangen. Also es ist beides schön. Also die Reise war echt perfekt. So perfekt geplant, aber nur eines wäre mir, glaube ich, dann zu eintönig so. So, was haben wir denn noch? Sehr, sehr schön. Salut, Schieber, ich am Start hier. Noch mal kurz auf meinen Laptop. Vielleicht kann ich euch das. Warum ist jetzt hier diese Verbindung? Also, ist ja komisch. Also, was haben wir denn noch? Oh, der ist auch schön. Mal kurz. Mal auf, schließen, sichern. Ah, jetzt entstehen gerade viele neue Songs auf jeden Fall. Das merke ich schon, wenn der Weg nicht mehr ist ins Studio, weil wir hatten. Also jetzt so 20 Minuten war das Studio immer weg. Was ja auch nicht viel ist, aber wenn man so in den Keller kann, ist es schon, sind die Wege halt einfach kürzer. Arbeite, mach frei, vergiss das. Arbeit macht frei, vergiss das nicht. Schwitzfest. Kein Konzert in Hamburg. Es tut mir leid. Ich hoffe irgendwann wieder. Es war leider von der Strecke zu viel. Zu viel des Guten. Wir konnten nicht mehr als 5 Tage. Locations waren voll. Es war wirklich die Hölle los da im Booking. Aber wir machen jetzt erstmal die Shows, die wir haben. Genau. Wir sind in Köln, wir sind in Stuttgart, wir sind in Berlin, wir sind in München. War das alles? Und Berlin, Köln, Stuttgart, München. Ab Frankfurt. Frankfurt, Leute, sind wir auch. So. Hallo Luca, ich komme auch nach München. Die Schweizer Tour war mega geil. Besuchst du Christina? Ich gehe auf jeden Fall einmal vorbei, wenn die Off-Days haben. Aber ich glaube, das ist ja so in 2 Wochen. Das ist dann halt schon krass. Jetzt haben wir uns das ganze Jahr gesehen. Jetzt ist es die erste Zeit. Kann man sich wieder ein bisschen vermissen. Es gab übrigens einen Skandal, habt ihr das hier gesehen? Also einen Skandal, wir haben irgendwie 10 Leute geschrieben. Ich habe Bongo gespielt. Bongo habe ich gespielt. So, geht nicht mit Ehering, weil klingt scheiße hier. Habe ich ausgezogen. Und da war direkt hier Panik. Mir jemand so eine lange Nachricht geschrieben, irgendwie, oh, ihr seid nicht mehr zusammen. Also wir sind noch zusammen natürlich. Wir sind wunschlos glücklich. Also könnte nicht besser laufen. Genau. Hast du einen Bruder? Hast du einen Bruder? Ja, ein Stiefbruder, das Cyril. Und der macht das seit Anfang ja immer schon. Das Management ist mit mir zusammen unterwegs und so probieren wir immer jedes Jahr ein bisschen weiterzukommen. So, jetzt gehe ich da mal noch weiter. Wie geht's dir? Hey, süß. Hey, süßer. Aha, nee, was? Ich freue mich. Wie das ist Spaß. Hallo, lieber Luca, wie geht es dir? Hey, süß, ich freue mich für das Zehen. Oh, ich check's nicht. Erste Woche. Was? Hast du auch einen Strahlenmunker? Leute, weil ich check die Fragen nicht. Was sind das für Wörter?
Kannst du mich grüßen? Sophie? Hi. So, also. Nee, die Kommentare liegen wohl an dir. Ja, das ist natürlich ein heißer Chat hier, ne? Das, Gott, kommen immer wie mehr. Wen darf man schreiben? Scheiße, ey. Also, gut. Ich zeige euch jetzt noch kurz hier einen Ausschnitt. Auch da wieder momentan noch keine Lyrics. Also, blabli, blablu. Finde ich aber auch ganz schön. So, wer kam jetzt denn noch? Basti, du fehlst mir. Eine Woche warst du hier. Jetzt bin ich ganz allein. Kommst du auch nach Deutschland? Ich komme doch nach Deutschland, Leute. Ich komme auf Tour. Wir gehen auf Tour. Ich freue mich. Wir sind in Köln, wir sind in Stuttgart, wir sind in Frankfurt, Berlin, München. Achtung, Tourstart ist in Köln am 23. November. Geht nicht mehr lange. Also ich würde sagen, sichert euch noch die Tickets. Das wird nämlich schön. Und jetzt zeige ich euch kurz eine Strophe, die ich gestern geschrieben habe. Die finde ich schön. Und ihr könnt mal euren Senf dazugeben. Und vielleicht auch so vom Thema. Was habt ihr das Gefühl, was könnte man mal in einem Song verpacken? Ich zeige es jetzt. Far away, far away, far away, far away. Walk a different road now. See the light in your eyes, a chemistry. Go pick up your phone, carrying on my own. I just wanna let go, go, go. 'Cause you are something special, and you try. Just give me. Chorus gibt's noch nicht. Ich darf ja nicht alles zeigen. Wieder mal eine schöne Ballade, was haltet ihr davon? Kommt sicher auch wieder schnelle Musik, aber so eine schöne, gefühlvolle irgendwie. Soll ich das machen? Nur was raushauen? Freue mich auf München. Freue ich mich auch. Meiringen hat doch schöne Berge. Liebe Grüße aus Meiringen. Ja klar, Meiringen ist doch schön. Aber ich schaue halt auf Niese, auf Stockhorn. Und auf Stockhorn ist auch schön. Yvonne, mein Schatzi Haselein. Falls bei Eventim mal keine Karten verfügbar sind, könnt ihr auch auf Ticket-Ticker gucken. Guter Input, Yvonne. Die Tickets sind nämlich ein bisschen gesplittet. Das es gibt auch bei Ticket-Ticket. Was? Ticket-Ticker, Ticket-Ticket. Es gibt auch bei Ticket-Ticker Tickets. So, schwierig auszusprechen, aber da gibt's noch Tickets. Kannst du Baby am Fire live singen? Ah, du meinst Fire. Ja, ich habe leider... Ey, ich wollte vorhin die Gitarre irgendwie auspacken. Da habe ich gemerkt, scheiße, die ist noch auf der Tour. Die ist noch in unserem Tour-Liner. Ja, deswegen ist es schwierig. Ich kann es kurz a cappella andeuten. Oh, das gibt eine Bongo-Version, Leute. Es gibt eine Bongo-Version. Das ist hier richtig geil. Achtung. Brazilian Henny kommt. Okay. Achtung, ich muss den Ehering wieder ausziehen, Leute. Oh nein. Gerüchteküche ist eröffnet. Omar Beach Fan. Das klingt scheiße, ich sing nur. Omar Beach. Warte, ein bisschen tiefer. Omar beats fast and slow. You're close, I'm hot, you're gone, I'm cold. And my ribcage might explode. If I can light and light you gold. Baby, you're fire, my lonely desire. I need you now, I need you fire. Baby, you're toxic, I'm slipping all in. I'm needing you now, I'm needing you fire. Oh, Magdalena, ah, yeah, chicka, chicka, boom, boom, chicka, 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 chicka. Ach Gott, es wird wieder zu wild hier. So, was haben wir denn da noch? Ich mache jetzt gleich noch diesen Song fertig, Leute.
verabschiede mich schon mal. Oh, ja, genau, vielleicht noch kurz zum Herbst. Masked Singer geht natürlich auch wieder los. Das durfte schon gewinnen natürlich in diesem Jahr. Ich bin immer noch der Gewinner. Stimmt, der aktuelle, oder? Oder gab es schon wieder eine Staffel? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich bin fix dabei, also jede Woche in der Schweizer Jury. Bloß bin ich dann in Deutschland natürlich auch, muss ich ja hier ja Pokal übergeben, natürlich beim Finale auch dabei. Da freue ich mich auch. Also es ist ein richtiger Masked Singer Herbst. Dann ist die Tour. Wir starten in Köln am, ich kann es mir nicht merken. Die Deutschland-Tour startet am 23. November nämlich. Das wird richtig schön. In Köln, dann sind wir in Stuttgart, wir sind in Frankfurt, wir sind in Berlin, wir sind in München. Also ein bisschen überall, außer Hamburg. Es tut mir leid. Genau, das ist der Herbst. Irgendwann kommt Christina hoffentlich wieder zurück. So. Wenn sie dann fertig getanzt hat und dann gibt es noch ein bisschen Deko hier im Hause Henny. Gott, ich vergesse manchmal, dass wir verheiratet sind, Leute. Wir sind jetzt einfach die Hennys. Das gibt's doch gar nicht. Ja, aber das ist mein Herbst. Wir haben noch 2, 3 Konzerte sonst freistehen von der Tour. In der Schweiz ein paar Filmshows und auch noch den Zauberpark. Das ist der Zauberpark Zürich Flughafen, 10. Dezember. Oh, mega schöne Veranstaltung. Haben wir schon vor 2 Jahren gespielt. Da seid ihr auch herzlich eingeladen. Hast du die Stelle für Social Media eigentlich mal können besetzen? Hey, ja, ich habe weiterhin mit Freelancer zusammen geschafft. Genau, also bin jetzt abgedeckt und die Stelle ist jetzt eigentlich so vergeben, dass wir mit Außenstehenden immer ein zusammen arbeiten. Aber ich würde mich melden, wenn ich wieder etwas brauche. Was? Die Larissa wartet immer noch auf die Mango, wo du ihr mal versprochen hast. Was für eine Mango? Sprich hier Frucht oder was? Was habe ich für eine Mango? Eine Mango verschenkt hier. Welcher Song auf der Tour performst du am liebsten? Oh, ist das schwierig. Es ist ganz klar, ist natürlich She Got Me mit dabei, weil das so mein größter Hit ist. Dann kommt aber das Unplugged-Set, da spiele ich auch gerne mal Eiserner Steg. Den habe ich schon vor 12 Jahren gesungen, jetzt singe ich den immer noch. Der ist wunderschön und so unplugged. Wirklich, weißt du, nur mit Piano, Gitarre, bisschen Bass. Ist der schon geil. Yes. Kannst du mal was singen? Ich habe doch jetzt gerade gesungen hier. Vielleicht bist du neu. Warum nicht in Hamburg? Es tut mir leid, Steffen. Ich würde sehr gerne kommen, ey. Hamburg war leider nicht im Routing mit dabei. Ich hab's leider nicht alles selber in der Hand. Ja. Aber ich hoffe, ihr kommt zu den anderen Terminen. Wir sind in Köln, Stuttgart, Frankfurt, Berlin und in München. Machst du lieber Konzerte oder gehst du lieber auf Konzerte? Ich mache sie natürlich lieber. Also ich gehe auch mal gerne, weil einfach es inspiriert und einfach mal auch zu gucken, hey, wie verhalten sich andere Leute auf der Bühne? Obwohl, dass ich das sehr lange nicht gemacht habe, aber es tut einem manchmal auch gut, nicht nur sich selber so immer zu sehen auf der Bühne. Mal selber auch ein bisschen zu reflektieren und zu gucken, okay, wie gehen andere Personen mit der Situation um? Wie läuft dieser und dieser Übergang oder so? Oh, Schatzi! Unser Haus steht noch. Ist das alles in bester Ordnung? Guck, Schatz, ich hab sogar... du bist stolz auf mich gleich. Achtung, was ich jetzt mach. Achtung, ist das nicht ein Wäschekorb? Ist das nicht ein Wäschekorb? Der Herr Henny muss hier nämlich gleich waschen. Ja. Dann wasche ich deine Sachen auch, mein Schatz. Hoffentlich kommt's gut. Drück mir die Daumen. Was die Wäsche angeht, bin ich leider nicht der Beste. Aber dafür bin ich gut im Staubsaugen. Ich bin Staubsaugman. Frankfurt gibt es was? Kein VIP mehr. Ja, ist ausverkauft, Patty. Es tut mir leid. Und da haben wir leider auch keine mehr. I'm sorry. Was ist dein Lieblingskuchen? Oh, geil. Ich glaube, das ist der so ein guter, bisschen nicht zu trocken. Der darf schon ein bisschen saftig sein. So ein Karottenkuchen.
Ich finde, da kann man nichts schief machen, so. Der schmeckt selbst, wenn du ihn im Supermarkt kaufst, kann so ein Karottenkuchen so ein bisschen schmecken. Aber natürlich geiler selber gemacht und so, aber Karottenkuchen, würde ich sagen. Ach, wie cool ist der Mug. Oh, der Mug ist so geil. Ich mach ihn mal an. Ich mach ihn mal an für dich. Wie heißt du denn? Ah, du bist aus Heimberg. Hat ich ja schon öfters da etwas gelassen. Oh, ist doch ein geiler Mug, ey. Achtung jetzt hier. Warte, ich muss einstöpseln. Ich muss einstöpseln. Wow. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ihr hört natürlich den Bass nicht, aber... Hier quasi habe ich einen Filter, das heißt, ich spiele besser ein. Also, genau, und kann es halt immer so ein bisschen aufdrehen, weißt du? Du spielst jetzt irgendwie. Ein bisschen auf. Den mache ich gerade jeden Song, das inspiriert mich voll. Auch zum Beispiel hier. Ich zeige, Leute, ich zeige. Man habe jetzt hier so eine. Oh, dieser Drecksstuhl. Schatz, das ist die Stuhl nämlich. Das ist die Kölnstuhl. Der braucht noch ein Isarobötterli ziehen. Also. Das ist ein falsches Projekt. Ziehe ich will das andere. Horizon. Der Horizont. Sichern, sichern. Ich zeige euch jetzt gleich, wie geil es ist. Luca, Christina, schau da. Bist du noch da, Schätzi? Ich bin wieder da, jetzt. Schätzi, bist du noch da? Du musst jetzt sagen, auf die Bühne. Wann ist ein Start bei euch? Um 8, oder? Muss leider ab auf die Bühne gleich. Oh, jetzt habe ich danke. Oh, schönes Livestream euch. Danke dir. Oh, ist direkt braver geworden hier, wo sie zuguckt. Nach 11 Jahren das erste Mal bei der Tour dabei. Jasmin, wie geil ist das denn? Und dann auch noch VIP. Ich freue mich richtig auf dich. Luca, du hast neue Akustikplatten an der Decke. Woher hast du die? Ich brauche noch welche für mein Büro. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ich muss nachher sonst noch mal gucken. Und Luca, später gibt es dafür mehr Aufmerksamkeit als hier. Okay. Wir hören uns später. Ah, das ist doch schön. Trag den E-Ring an einer Halskette. Nein, ich mag ja Ringe. Ist schon geil. Also ich zeige euch jetzt kurz, was der Moog kann. Achtung. So, meine Vocals mache ich mal aus. Ich muss hier. Ah, wo ist denn der Bass jetzt hier? Wo bist du? Oh, ist doch geil, Achtung. Achtung hier. Ist einfach satt im Ton, alles zusammen. Das ist einfach direkt eine schöne Fläche. Also der macht auf jeden Fall richtig Bock. Jo. Chiara! Mensch, der hat heute geschrieben. Schau, jetzt kannst du schauen, das Studio ist fertig und du bist herzlich willkommen. Ich schreibe dir nachher mit Terminvorschlägen, ist gut. Oh, ist das nicht geil? Schau jetzt mal hier. Tönt 1A, tönt es so. Also, ich schreibe dir nach, ist cool. Ich kann wieder ein bisschen singen. Kannst du mich grüßen? Liebe Grüße aus St. Gallen. Ja, also nach St. Gallen, würde ich sagen. Elina und Tina, hoi. Liebes Grüßli an euch. Perfekt, also liebe Leute, es hat so viele Kommentare, ich komme nicht schlag. Was ist denn das Logic Pro Tools? Nein, ich arbeite mit Logic. Genau. Aber ich glaube, es kommt nicht so drauf an, mit welcher DAW, dass man schafft. Ich glaube, es ist mehr so ein bisschen.
wo man sich schnell daran gewöhnt hat. Ja, ich glaube, es kann alle ein bisschen, es kann alle Programm ein bisschen klicken. Wo ist Christina? Christina ist in Deutschland am Tanzen. So, jetzt, was können wir noch zum Abschluss erzählen? Live-Ticket mal von Christina auch dabei im Livestream. Ja, Christina kommt dann auch mal noch vorbei. Ah, kann ich jetzt hier noch jemandem Hallo sagen, vielleicht kurz? Soll ich? Ist das hier bei Fragezeichen? Ah, nee, das wären Fragen. Hier. Könntest du es einfach annehmen hier? Was passiert denn dann? Na, 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 na. Habe ich bis heute nicht gecheckt. Nö, ich glaube, das geht nicht. Okay, das mit Leuten hinzunehmen, klappt bei mir irgendwie nicht. Ich habe hier Leute, drücke ich auf Annehmen. Oh, nimm teil. Hallo. Oh, ich sehe nichts. Willst du noch Licht anmachen? It's dark in here. Oh Scheiße. Grüßt du mich? Do you speak English? Go easy on me, baby. Oh. I was still a child. Okay, schön. Oh Gott, wo machst du hin? Yes. Super gesehen. Gott, ich seh nicht. Was... Oh, da sind zwei Leute. Wie kann ich das wegmachen? Gott, ich bin scheiße. Hallo. Okay, entfernen. Oh. Halleluja. Oh, jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt lädt noch ein neues. Was war das? Es war nur dunkel und hat gesungen. Mein Gott. War das selber? Hat er einfach Adele gesungen? Also war ja, danke fürs Teilnehmen, aber du hättest was sagen müssen. Ich habe dich nicht mal gesehen. Das funktioniert auch nicht. Schmeiß dich jetzt auch hier mal kurz raus. So, vielleicht kriegen wir es noch hin. Anfrage ansehen. So, jetzt nehmen wir mal. Wen nehmen wir denn da jetzt? Die Mareike. Mareike, bist du hier? Wir laden jetzt mal kurz die Mareike rein hier. Gucken, ob das klappt. Ich glaube, es dauert. Ich bin immer noch geflasht vom anderen. Der hat einfach nicht aufgehört zu singen und ich habe nichts gesehen. Hat alle Technik im Griff. Der Hackerplan. Ja. So, jetzt habe ich eigentlich gedacht, die Mareike kommt hier rein. Ich muss mal einen Kurs machen, wie man hier Livestreams bedient. Warum kommt denn jetzt die Mareike nicht? Das ist doch scheiße, Leute. Also, wir gucken nochmal. Was ist jetzt hier passiert? Zum Beispiel die Evelyn annehmen. Ich drück doch auf annehmen! Kann nicht teilnehmen. Oh, die will nicht mehr. Okay. Oh, hoi! Hi! Ich bin live im Club. Ja, das ist das super. Hoi, guten Abend. Hallo. Das freut mich. Mit wem habe ich das Vergnügen, hier ein bisschen zu reden? Mit,
der Efi. Und ich komme aus Deutschland. Ah, sorry. Du hattest gerade so, so einen Schweizer Slang irgendwie. Sorry. Nee. Ja, wie geht's dir? Jeder. Oh, da kommt noch der Hund. Haben wir uns denn schon mal irgendwo live gesehen? Nee, leider noch nicht. Ach, ja. Ja, dann müssen wir das, dann müsste eigentlich zur Tour kommen. Ja, aber du bist nicht hier in der Nähe. Ah, nee. Das ist alles ein bisschen weiter weg. Wo bist du denn? Ja, Deutschland ist einfach zu groß. Nähe Karlsruhe, sagt ja wahrscheinlich was. Ja, aber was ist, ja, aber da ist doch, wir sind doch in Stuttgart. Ach so, Stuttgart, okay. Ach so, sorry. Also das ist jetzt eine faule Ausrede. Stuttgart ist einfach nebendran. Also ich sag so, jetzt warst du hier bei mir im Livestream und das, ich würde mich natürlich schon freuen, wenn du vorbeikommst. Alles klar, machen wir. Es ist eine schöne Show, die wird dir sicher gefallen. Ja, ich habe es schon beobachtet auf Instagram. Ah, das freut mich aber. Ja, hey, cool. Dann hat mich sehr gefreut. Wie war dein Name nochmal? Bitte? Wie war dein Name nochmal? Evelyn. Evelyn. Also ich wünsche euch beiden noch einen ganz schönen Abend und bis in Stuttgart hoffentlich. Jawohl, danke. Tschüss. Oh, die Evelyn, das war jetzt eine ganz liebe. Ach, schön. Das mache ich jetzt nochmal. Wolltest du einfach nicht nach Stuttgart kommen? Gibt's doch nicht. So. Also, wir nehmen jetzt hier noch. Was wollen wir nehmen? Der andere Typ. Easy for me, baby. Ein bisschen Schiss hatte ich. Wer ist denn das Swiss-Stern? Was machst du denn so? Log jetzt mal. Ich dachte zuerst, sie redet. Oh, Achtung. Hey! Ja, voll. Hallo! Ja. Du bist aus der Schweiz? Ja, voll von Schaffhausen. Ja, sehr schön. Ja freut mich. Schön, dass du mich angenommen hast. Ja, perfekt. Jetzt habe ich gedacht, da muss ich doch schnell reinschalten. Haben wir uns denn schon mal irgendwo getroffen? Ja, ich war am Konzert in Sparne und von der Zneuhausen warst im SIG-Areal. Ja, ja. Sind wir ja. Auch gewesen. Sind wir zuvor schon vorne gewesen. Ah, das ist dort. Was ist das für eine Firma? Das ist doch so eine grosse Firma. Ja, SIG. Firma. Die haben ja Jubiläum gehabt oder so. Stimmt, genau. Ach, schön. Genau. Oh, das ist die erste Show, die wir dort haben gespielt haben. Nach der Probe. Das war noch vor der Tour gewesen. Cool. Ja, schön. Ja, geil. Ja, du freut mich. Und jetzt geht es ja langsam. Ah, jetzt ist es erst wieder vor 8. Was machst du jetzt noch so? Ich chill so ein bisschen und habe vorhin meine Serie geschaut und jetzt chill ich es noch ein bisschen. Gut, was schaust du? Wenn ich dann... Chicago Meth. Habe ich geschaut. Das kenne ich nicht. Nicht. Nee. Aber ist doch gut. Ja, so eine Art Spitalserie, ja. Das ist mal im Fernsehen gelaufen und dann habe ich spannend gefunden. Ja, ja. Ach, das ist doch schön. Hey, also, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Abend. Hat mich gefreut. Ja. Hey, wir können noch was sagen. Bis dann, Mann. Ciao, ciao. Ciao, Luca. Tschüss. Ciao, ciao. So, entfernen. Hast du mal einen Pokal überreicht? Das war etwa schon an 4 Konzerten. Oh, so cool! Was ist das für mal? Ah, das ist doch super. So. Okay, wie geht's dir? Ja, mir geht's eigentlich super. Hola, Chica! Hallo, aber ich habe dir gar keine Anfrage geschickt. Oh, scheiße, nicht. Ich glaube, ich mache das wieder falsch. Du musst mir helfen. Ich soll dir helfen? Ich habe keine Ahnung von sowas. Was? Ich drücke hier unten auf dieses, da ist ein Plus. Und da steht einfach annehmen. Das ist mir schon mal passiert, dass ich dann einfach Leute, dann schicke ich wahrscheinlich Leuten eine Anfrage. Das keine ist Ahnung. Cool. Viel schlimmer war, ich habe nicht mal auf annehmen gedrückt und auf einmal stand da, oh, du bist gleich im Livestream. Das ist super. Oh, das ist ja komisch. Aber du siehst toll aus. Danke, du auch. Es tut mir leid, ich wollte dich nicht stören. Dann wünsche ich dir. Du störst nicht. Was machst du denn gerade so? Dir zu gucken. Schön. Ah, aber du warst schon im Livestream drin. Ja, das war
Auf jeden Fall. Aber. Super. Da vorher war irgendein komischer Typ, nicht? Der hat irgendwie. Ich hab den nicht gesehen. Hast du den auch gesehen? nee, ich habe den auch nicht gesehen. Ah, okay. Der hat Aber irgendwie ich habe gerufen. Ich habe gesehen. nicht gecheckt. Coole Flasche übrigens. Das ist meine Fitnessflasche. Oh. Ich habe nur was Goldenes gesehen. Noch ein Schick, schick. Ach, schön. Hey, du, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Ja, Ich auch. glaube, ich mache jetzt hier mal Schluss. Ich freue mich schon auf Berlin. Ja, geil. Ich bin da. Ich mich auch. Das wird sehr toll. Aber ich erhole mich jetzt noch kurz ein bisschen zu Hause und dann. Ich bin ja gespannt, weil das wirklich so fünf am Stück wird, glaube ich, noch heavy. Aber Fünf am St Ach die so. Konzerte sind alle an einem Stück. Gott. Das Ich weiß auch nicht, dass ich das überlegt habe. durftest du dir das aussuchen, wann du Ja. quasi. Ja, nee, das Problem ist da immer, wenn du in Deutsch, also in der Schweiz spielen wir quasi immer so Donnerstag, Freitag, Samstag. Aber in Deutschland ist das Problem, weil wir alle anreisen, können wir nicht einfach wieder an- und abreisen. Das ist sonst viel zu teuer, weißt du? Oh, also gleich mal 5 Shows hintereinander Ja. machen. Du kannst mir noch Klar. bisschen Tee vorbeibringen, Berlin. Nein. Wenn du willst, hast du Nein. irgendwelche Empfehlungen? Nein, Türkischer Apfeltee, Kamillentee. nein. Nein, ich brauche nichts. Das wird schön. Also, gute Nacht später und tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao, Wie komme ciao. ich jetzt raus? Weiß ich auch nicht, was. Muss ich Super. den Opa hier fragen? So, ich entferne dich Das wäre jetzt. super, danke. Ja, ciao. Ciao, adios. Oh, jetzt Adios. bist du immer noch hier. Tschüss. Habere Belgi. So. Was haben wir jetzt hier noch? Komm, ein noch und dann muss ich aber schlafen. Aber jetzt drücke ich bei Teilnahmeanfragen. Ja, aber das ist ja komisch, wenn da jemand auf. Nicht, dass ich jetzt irgendwelche fremde Leute da so anstupse, mit mir zu quatschen, das wäre natürlich blöd. Ich habe jetzt noch mal über. Oh! Hallo! Hallo, hoi. Ah, ciao, du bist es! hoi sogar. So gut! So gut wie Die gar Baby sind immer so klein, jetzt habe ich mit dir habe ich gar nicht gerechnet. nicht. Hey, Gott, aber hast. ich schau mal ein bisschen rein. Ist doch schön. Aber hast du jetzt so eine Anfrage geschickt oder Ja, ich nicht? habe eine Ach, geschickt. Gott sei Dank. Das Hast du alles richtig gemacht? ist doch gut. Oh, krass. Ja, du, mir geht's gut. Mir geht's gut, du Schön. selber. Ja, gut. Wir sehen uns dann, warte, wann ist es? Im Dezember, wenn du am Flughafen spielst. Ah, In dem am Zauberpark. Zauberpark. Ach, Ja, schön. komme ich dann auch wieder. Krass, du bist älter geworden. Ja. Aber gut, du siehst super aus. Aber es ist für mich immer speziell, weil du bist doch richtig, oder? Du bist doch früher auch immer dabei gewesen, ne? Ja, Wo? wir haben uns jetzt dort, ich und Miriam sind ja gekommen, wie das Zelt, haben wir uns ja gesehen und ein bisschen geschwätzt gehabt. Ja. Stimmt. Das ist für mich noch komisch, wo in meinen Augen, oder wo du so viel sind, oder wo man nicht so viel Ja. mitbringen, bist du in meinen Augen noch, ja, irgendwie klein. Ja. Aber jetzt bist du halt einfach eine Frau. Das ist krass. Ja, Zeit läuft, ja. Zeit läuft. Ach, schön. Ja. Was darf ich fragen, was du beruflich momentan Ich habe machst? eigentlich in der Kinderkrippe also die Lehre gemacht und dann auch geschafft als Gruppenleiterin dann noch und Ach, dann noch auch cool. noch Lernende ausgelernt und so weiter. Und jetzt habe ich aber den Job gewechselt, jetzt bin ich in der Reisebranche. Ganz etwas anderes, jetzt arbeite ich im Reisebüro, ja. Ach, sehr gut. Ah, deswegen ist bei deinem Profil etwas mit Travel gestanden, oder nicht? Ja, also ich reise jetzt schon seit 5, 6 Jahren mega, mega viel mit einem Freund und jetzt. Ja, habe ich gedacht, ich probiere es mal in die Branche und es gefällt mir jetzt mega. Nein, ich bin froh. Ja. Cool, also, dann wünsche ich dir alles Ja, Gute und hab noch einen danke. schönen Abend. Übrigens, dein neues Lied finde ich der Hammer. Ich höre es die ganze Zeit. Ach, Also ich finde es cool, dass wieder mal auf Englisch ein Lied. Also Deutsch ist auch cool, aber ich finde Englisch steht da auch ja, mega. jetzt kommt wieder mehr Englisch. Ja. Ich kann ja beides ein Ja. bisschen machen. So. Ja. Ja, Aber nein, das nicht so viel mal, das freut Ja, mich. bitte. Also, Also, ganz einen bis schönen gleich. Abend. Ciao, Tschüss. ciao, dir auch. Bye. Tschüss. Ciao. So. Ach, ist das schön. Einfach ein bisschen mit Leuten quatschen, weißt du? Einfach ein bisschen gucken, was da draußen los ist.
So, sage ich hier noch kurz gute Nacht und dann bin ich raus. Hallo! Wo seid ihr denn unterwegs? Wir waren ja schon bei Ikea. Oh, Scheiße. Wir müssen ja unser WG-Zimmer einrichten, weißt du? Ah, schön. Für Ja. mich? Wir sind auf dem Weg zu dir, Luca. Oh, schön. Hast Ach, du, gut. machst du jetzt eigene Fernsehsendung da auf, ja? Ich mache jetzt. Du, das läuft super. Das läuft, ich sag's dir. Ich Handy quatsch Talk. hier, ich bin quasi der Seelensorger, Henny aus Thun. Also man kann mit Problemen zu mir kommen. Ja, auch natürlich seltsame Probleme sind herzlich willkommen. Die können wir dann miteinander besprechen. Ja, okay. Machen wir. Wir buchen dann einen Termin im Online-Buchungsportal bei dir, okay? Ja, ist gut. Ist leider schon alles voll. Shit. Ach Ja, nein, Pech. aber schön. War es bei euch gut in. Wo wart ihr jetzt schon wieder? Ihr wart doch beim Spiel, oder? Ach, Frankfurt, Frankfurt. ja. Frankfurt war das, ja. Ach, schön. Super. Super. So, gut. Aber anstrengend, aber ist schon krass, wie der Hype da ist, so da drum. Das ist schon Wahnsinn. Ich habe das ja völlig verpasst irgendwie. Ich wusste gar nicht, was da alles abgeht. Ich Krass. gefühlt auch. Ich weiß nur noch, dass das Spiel knapp irgendwie 4 Stunden ging oder so. Ja, ja. Ja. Oh, den Aber. Parkplatz kenne ich. Jetzt seid ihr aber hier, seid aber zu Hause angekommen. Ja. So, also ich lasse euch springen. Ich mache jetzt hier, glaube ich, auch mal Schluss. Ja. Mach das mal. Wir Mach sprechen privat. Das ist hier. Wie viel gucken die hier zu? 500 500. Ey, du jetzt bist gerade. berühmt, Wir sind oder? unter uns. Ich muss ja auch aufpassen, dass ich das nicht vergesse, dass da Leute Ja. zugucken. Ja, hör mal, du bist so berühmt, da gucken hier. So, also tschüss. Guckt ganz Europa zu, ne? Ja, klar. International. Obwohl Hey, Hochberlin, au revoir. ja, Au ciao, ciao. revoir, meine Hasen. Tschüss. So, werden kann. So. Oh Manu, der Herr Halter, mein Pianist hier, wer hat Trompete in Luzern gehört? Geil. Ja, Luzern ist auch sehr schön gewesen, das sind wir in der Schür gewesen. Wahnsinnig schöne Show gewesen. Greetings from Spain. Hola. Hi guys. Hi guys. Oh, mein kleiner Farty Bro. Wo ist denn hier der Fahrtest, wenn man ihn braucht? Hilfe in der Not. So, also, jetzt noch mal ganz kurz zum Abschluss, weil ich glaube, die Leute wechseln sich ja hier auch immer ein bisschen ab. Wir haben gerade die Schweiz-Tour abgeschlossen. Wahnsinniges Spektakel, ich mache jetzt Werbung. Es ist musikalisch richtig geil. Das ist eine krasse Band. Wir spielen Musik, die ich in den ganzen 11 Jahren gemacht habe, jetzt schon. Seit 11 Jahren darf ich diesen Traum nämlich leben. Und ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz die Daten und ich lese sie euch vor. Schweiz-Tour ist durch. Jetzt gehen wir nach Deutschland. Und wir wollen, dass ihr da vorbeikommt. Es wird nämlich geil. 23. November geht's los in Köln. Und dann sind wir am 24. November in Stuttgart. 25. in Frankfurt. 26. In Berlin, weil das ja, in Frankfurt wären wir schon fast zu Hause, da gehen wir nochmal hoch. Das wird hart, aber schön. Und dann gehen wir wieder den ganzen Weg runter nach München, nämlich am 27. Dann gehen wir nach Hause, nämlich. Und das würde mich echt freuen, wenn er vorbeikommt. Tickets gibt es bei Event Him oder natürlich bei Ticket-Ticker. Ja. Also. Jetzt bin ich eine ganze Stunde live gesehen. Und es ist schön gesehen. Schön war es mit euch. Das machen wir jetzt wieder öfters, oder? Verlasse ich euch, meine Hasen. Ich gehe ab hier noch ein bisschen ins Programm rein und mache diese Strophe fertig, die ich machen muss. Also, wir sehen uns, wir hören uns und sehen uns hoffentlich auf der Deutschland-Tour. Macht's ganz gut. Ciao, ciao.